Und weiter geht's. Können wir erstmal ein paar Sachen an die Kiste ablegen. Vielleicht erstmal die Hundepfeife. Das Ribbon. Jo. Und dann würde ich sagen, erstmal die Schrotflintenmunition holen. Das müsste hier lang gehen. Oh shit. Kleiner Mistzombie hier. Warnung. Blödes Vieh. Na, aber jetzt. Die Kameraführung. Da kriegt man eine Macke. Ja, 8 Cartridges. Sind aber nur 6 drin. Hat schon jemand ein paar geklaut hier. Hallo? Kombinieren? Tür. Hallo Tür, öffnen. Mann, Mann, Mann. Das sind aber hier sehr eng abgegrenzte Kollisionsabfragen. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal die scheiß Zombies hier umnieten. Vielleicht gleich mit dieser göttlichen Schrotflinte. Obwohl ich mir da auch ein paar Schuss Munition aufheben sollte. Tja, Headshot. Ja. Mist, das hat nicht geklappt. Vielleicht mal ein bisschen Pistolenmunition vergeuden. Übrigens eine Beretta. Können wir den gleich verbrennen, nicht dass der aufsteht. Das brauche ich jetzt nicht. Das klingt so, als ob er gleich aufsteht. Hallo? Zombie? Der ist doch tot. Ach, jetzt geht's. Na klasse. Der hat auch ein bisschen gelitten. Aber jetzt hat das Scheißvieh mich vorhin wieder verletzt. Das ist schon nervig. Schon wieder auf Warnung. Ho, ho. Was ist eigentlich hier hinten? Die Tür ist verschlossen. Och, hier geht's ja auch noch rein. Oder war ich hier schon drinne? Na, schauen wir mal. Nein. Kleines Pflänzchen. Nehmen wir mal mit. Ein leerer Kamin. Können wir da Feuer zündeln? Oh, tatsächlich. Sehr wunderbar gemütlich hier. Wein, vielleicht noch ein bisschen Kas.
sich dahin fläzen, zack, einen ruhigen machen. Oder die eingeritzten Striche im Relief, die rot vor Hitze glühen. Betrachten, was mache ich mit denen? Huh. Was mache ich mit denen? Wobei, ich habe doch da so ein komisches Holzbrett gehabt. Komisches Holzbrett. Was ist mit meinen ganzen Dolchen passiert? Sind alle schon weg? Vier Schuss. Ein Hörb. Das hier. Aber vielleicht gehen wir auch gleich mal den Hund suchen. Vielleicht brauchen wir da auch noch den Schlüssel. Whoop. Mal sehen. Holzpasspartout verwenden und es passt. Oh, hätte das gedacht. Oh. Zufällig, ja genau. Was haben wir jetzt? Eine Karte. Erstes Obergeschoss. Hier ist der Westflügel. Ich glaube, hier irgendwo muss der kleine Hund sein. Der da so ein tolles Halsband haben soll. Ja. Ich glaube, die Tür ging nicht auf. Habe ich jetzt hier wieder einen Slot frei? Denke, ich nehme mir mal ein Farbband mit einem Westflügel unten. Gibt es ja auch eine Schreibmaschine. Gibt es hier eigentlich mehrere Truhen? Und ist dann jede Truhe für sich einzeln? Oder sind die zufällig magisch miteinander verbunden? Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Resident Evil 2 war. Nehme ich mir ein Kraut mit? Oh, ich vertraue mal darauf, dass ich nicht gleich verrecke. Hoffe mal. Und wieder die Treppen hoch. Hoch, runter, hoch, runter. Das war sehr ärgerlich, dass ich da letztens, wo ich die Schrotflinte gefunden habe, da die zwei Schuss vergeudet habe. Wie kam ich denn auf die Idee, ich könnte die Tür aufschießen? Scheiße. Das war Mist. Querfeld ein, sagt die Karte. Da hinten könnte eine Tür sein. Vielleicht passt da ja der Schwertschlüssel für irgendwas, muss der ja gut sein. Ich weiß nicht, ob der verschwindet, wenn ich alle Türen damit geöffnet habe. Ist hier nicht noch irgendwo ein Zombie? Oh, hier funktioniert er. Habe ich ihn noch? Jo, na gut. Was würde ich ohne den Dietrich tun? Ich weiß gar nicht, ob der Chris einen Dietrich hat. Ich wünsche es ihm aber. Aber sonst könnte er hier natürlich nicht so durch. Oh, was ist denn das hier?
Sie reichen nur für wenige Anwendungen verwenden. Ach nö. Muss auch so gehen. Wie viel Energie habe ich denn noch? Warnung. Toll. Dann nehmen wir gleich mal die gute Schraube und... hier ist das Glasfenster. Wo kommen sie? Vielleicht lieber doch mal was nehmen. Ja. Ah, da kommt ja noch einer. In der Luft. Oh, mehr Objekte kann ich nicht tragen. Scheiße. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Eine Treppe. Ja. Noch ein Köter? Nee. Dornige Pflanze, die ich noch nie gesehen habe. Ist ja traurig. Und hier? Nichts. Hier, Tür aufgeschlossen. Die Hundeweibe brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Vielleicht gibt es aber auch noch ein Easter Egg mit der Hundepfeife. Ich muss sie Chris einführen. Und dann gibt es Blumen. Aber vielleicht auch nicht. Da muss ich ihm was anderes einführen. Der jetzt ist ja schon weg. Was wiederum bedeutet, wir haben einen Slot frei. Und in der Hoffnung, dass da hinten immer noch das Hundehalsband liegt... werden wir uns das mal schnell schnappen. Oder? Kommt jetzt hier noch irgendein anderes Vieh? Es liegt sogar. Na, dann nehmen wir das mal mit. Gleich mal untersuchen. Den Scheißschlüssel habe ich immer noch. Verwenden. Na, prüfen wir es mal. Untersuchen. Da ist ein Schalter. Eine Münze. Oh. Was für eine Münze? Oh. Ein Rüstungssymbol. Die Form eines Schlüssels. Schlüsselimitation. Die könnten wir wohl noch gebrauchen. Müssen ich mir mal merken, dass es dort ein bisschen grünes Gras gibt. Was mich wieder ganz high macht. Ich glaube, das sind alles nur Wahnvorstellungen. Weil die zu viel von dem grünen Herb geraucht hat. Und gerade die Mischung grün-rot, arabisch-rotes Herb, naja. Da wissen wir ja, was passiert. Wenn wir noch ein bisschen Honig dran machen, schön Honig-Tabak hier kredenzen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ja, aber erstmal gehen wir hier ein bisschen speichern. Sicher ist sicher. Solange wir hier noch so einen Sack von Farbbändern haben. Schade, dass hier keine Truhe ist. Ist hier eigentlich noch jemand? Glaub nicht. So. Ja, bitte.